Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kitaria Fables. Ihr seht es, ich habe mich noch keinen Millimeter von der Stelle bewegt. Ich würde jetzt erstmal hier so ein bisschen gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ja, wir haben jetzt Nacht. Also wir haben noch nicht geschlafen. Ist schon was im Briefkasten? Oha, ja, es sind die ganzen Sachen hier drin, die ich bekommen habe, dadurch, dass ich diese Special-Edition gekauft habe. So. Da haben wir entsprechend noch nichts drin. Wir könnten den Schleim verkaufen. Das können wir eigentlich schon mal machen. Verkaufskiste. Das wird so laufen, wie es immer läuft, würde ich sagen. In dieser Art Spiel. So, und ich würde sagen, jetzt hauen wir uns erstmal hin, holen uns eine Mütze Schlaf und dann gucken wir mal, was der nächste Tag bringt. So, zu Hause. Ah, Speicherpunkt. Alles klar, hier haben wir unser Bett, hier können wir uns das Erscheinungsbild ändern. Das können wir auch, lass uns das erstmal machen. So sieht es ein bisschen süßer aus, oder eher. Mehrfarbig ist auch cool, gefleckt, Schoko. Siam finde ich ja sehr cool, ich liebe ja Siamkatzen. Sakura war auch dabei bei dem Special-Paket. Ich glaube, ich würde Siam nehmen. Ich finde es so toll. Einen Hut haben wir auch schon. Da würde ich aber, glaube ich, erstmal gar nichts nehmen. Was haben wir hier? Wow. Wie so ein Kostüm. Die Mystikerflügel. Wow, die sind mega. Schmetterlingsflügel, die blauen. Aber die passen total gut zu den Augen, oder? Aber ich finde die toll. Oder nehmen wir doch die blauen. Also die finde ich ja auch. Aber die blauen, ja, also ich glaube die blauen. Oh, mir fällt gerade auf, ich hab ihn ja noch gar nicht zur Siamkatze gemacht. Oder ist es eine Sie? So sieht es jetzt ein bisschen weiblicher aus, finde ich. Nee, Leute, wir nehmen... Die hier, die finde ich dann doch noch cooler. So, jawohl, schlafen gehen. Oh mein Gott, ist unsere Katze nicht toll? Sie sieht so schön aus. Und da sehen wir jetzt auch so ein bisschen diesen RPG-Fantasy-Aspekt mit diesen Flügeln. Das erinnert mich so ein bisschen an Tyrael. Kennt ihr den Engel aus der Geschichte von Diablo? Da erinnert mich das dran. Sieht einfach so mega cool aus. Aber irgendwie kriegen wir gerade noch keine richtige Einführung. Können wir das hier mit dem Schwert kaputt hauen? Nee, können wir nicht. Die sind kaputt. Hier können wir kämpfen üben. Ich weiß aber nicht genau, was unser Problem ist, wenn wir es nicht üben. Vielleicht müssen wir erstmal wieder in die Stadt zurück. Ah, nee, warte mal. Guck, wir haben Geld bekommen. Nee, doch nicht. Was? Oder haben wir das doch? Wahrscheinlich haben wir schon bekommen. Aktive Quest haben wir gerade keine mehr. Lass uns erstmal wieder Richtung Stadt gehen. Ich denke, so geht's dann da weiter. Ah ja, genau. Oh, ein Chinchilla. Was ist, Tim? Ist etwas passiert? Monster, jagen. Guten Morgen allesamt. Hey, was ist passiert? Du siehst nicht gut aus. Ach, junge Soldaten, guten Morgen. Hoffentlich seid ihr ausgeruht. Unser Proviantmeister hier scheint irgendwas ziemlich aufgeregt. Atme tief, Tim, und sag uns, was passiert ist. Ich war auf dem Rückweg, hatte ein paar Waren für den Laden besorgt. Als ich die Flussaue erreicht hatte, wurde ich von einer Gruppe Orks überrascht. Es schien, als hätten sie auf mich gewartet. Ich hatte solche Angst, Anführer Oliver. Ich bin so schnell davon geflitzt wie möglich, bevor sie mich schnappen konnten. Aber ich ließ meine Tasche zurück.
Darin sind die Dinge, die du, Miss Apple und der weise Albi haben wollten. Was soll ich nur tun? Schon gut, Tim. Wenigstens bist du nicht verletzt. Das ist im Moment das Wichtigste. Junge Soldaten, entschuldigt die plötzliche Bitte, aber würdet ihr Timmy beim Aufspüren seiner Sachen helfen? Wie ich schon sagte, keiner von uns hier kann kämpfen. Ihr seid also unsere einzige Hoffnung. Soldaten? Ihr könnt kämpfen? Bitte, Freunde, helft mir, meine Tasche zurückzubekommen. Ich hatte solche Angst, Anführer Oliver. Ich bin... Was? Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Außerdem, ist es nicht ein bisschen sonderbar, dass Orks sich außerhalb ihres Gebiets herumtreiben? Ich hoffe nur, dass das nicht die Kalamität ist. Wir müssen die Ursache herausfinden und unserem Kommandanten mitteilen. Sehr gut. Seid bitte immer wachsam. Ich habe üble Dinge über diese fiesen Orks gehört. Tim, hast du noch Vorräte übrig? Ja, ich habe immer noch ein paar Croissants. Hier, nehmt sie bitte. Esst sie, um eure Gesundheit wieder aufzufüllen. Entschuldigt den Ärger, Freunde. Gebt auf euch Acht. Danke, bitte wartet auf unsere Rückkehr. Okay, gut. Hier können wir jetzt die Map öffnen. Aha, okay. Panda-Bandfarm, Frodendorf, obere Flussaue, da wollen wir hin. Wer bist du? Karamell. Mir ist langweilig. Können wir später etwas Lustiges machen? Ja, später vielleicht. Oh, da oben ist Erz. Ich glaube, das können wir jetzt aber eh alles noch nicht einsammeln, weil uns noch die Werkzeuge fehlen. Ja. Und das hier ist ein Portpunkt. Ja, Teleporter. Was ist das? Weiß ich nicht. Egal, wir gehen jetzt erstmal Orks kloppen. Wenn wir uns den Orks nähern, sollte ja unser Schwert anfangen, blau zu leuchten. Aua. Kann ich auch irgendwie ausweichen? Nee, ich glaube, ich muss tatsächlich laufen. Oh, da ist eine Truhe. Können wir die öffnen? Ja. Äpfel. Ich muss irgendwie früher ausweichen. Ich habe das noch nicht so drauf. Aua. Okay, den haben wir diesmal kaputt gemacht. Laufen. Ach, kann das sein, dass sie uns nicht von alleine angreifen? Sind die gar nicht so aggressiv? Hoppala. Da stand ich etwas zu weit weg. Ja, die scheinen nicht aggressiv zu sein. Ich sollte die wohl trotzdem ab und an mal hauen. Aua. Damit wir Erfahrungspunkte kriegen. Oder? Über C, über B, über I. Wie kann ich denn irgendwie, kann ich bestimmt meinen... Ach, über Tab war das, ne? Ja. Ich weiß aber nicht. Oh Gott, ich muss was trinken. Eieiei. Nee, also scheinbar. Kann ich jetzt nicht unterwegs meinen Charakter anschauen. Hat er nicht gesagt, bei der Flussaue? Ja, habe ich jetzt nichts gefunden. Oh Gott, meine Stimme ist immer noch... Oh. Ich habe im Moment so einen Reizhusten irgendwie. So einen ganz trockenen, fiesen Husten. Oh, da war jemand, der ist aggressiv. Oder? Ja. Ha, Karott. Oh, der ist ja voll süß. So, jetzt haben wir hier eine Rebe bekommen. Oha. Der ist wahrscheinlich zu schwer. Ich muss doch mal husten.
Hm. Scheint uns aber auch nicht direkt anzugreifen. Die Schleime, die erinnern mich so ein bisschen an Fenchel. Die nicht an Fenchel, an Kohlrabi erinnern die mich. Mit dem reden können wir nicht. Hier sind wir so fiese Karotten. Höhlen. Oder eine Höhle zumindest. Hm. Aber ich habe immer noch nicht die Orks gesehen. Vielleicht doch nochmal nach oben zurück. Wo kann ich mir denn, verlorene Habseligkeiten. Gebe die zur westlichen Pfote im Aue. Ach so, doch. Wir müssen erst hier hin. Auf die Pfotenweide. Und dann müssen wir zur Flussaue. Wir waren auf der oberen Flussaue und jetzt müssen wir wahrscheinlich nach unten. Boah, das ist eine miese Stelle. Gut, habe ich mir ausgesucht, hier zu kämpfen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ja. Ui, da ist die Tasche. Oder müssen wir mal ein ganzes Stückchen laufen? Da bin ich mal gespannt. Aber ihr Lieben, das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Dann vorerst mal die letzte Folge, weil ich ja so drei Folgen angezockt machen wollte. Und wie gesagt, wenn es euch gut gefällt, dann kann ich gerne immer mal wieder was bringen. Oder aber ich switche um und würde das Ganze auch ab und an mal streamen. Dann kämen die drei Folgen hier auch nochmal auf den Cuddy Gaming Uncut-Kanal, um dann mit den Streams anzuschließen. Gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt weiterhin, wie es euch gefällt. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Keep believing in me.